Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play für Let's Battle Schlacht um Mittelerde. Der Dü und ich kämpfen hier noch nicht gegeneinander, aber das kommt schon doch, denke ich. Ja, und dann machen wir einfach mal alle anderen platt. Bis denn. So, weiter geht's. Und jawohl, wir nehmen jetzt auch hier das Gebäude hier ein. So, das Gebäude ist jetzt auch mal wieder unser. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es überhaupt noch Ertrag gibt, wenn es so zerstört ist. So, wahrscheinlich werden wir uns jetzt gleich mal... Wir schicken jetzt unsere Truppen erstmal noch hier hin. So, dann haben wir jetzt hier... Was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Ups. So, die Feinde kommen dort. Gerade schon. Ja. So, okay, gut. Unsere Armee ist jetzt wieder standfähig genug, um da was anzugreifen. Was zu machen. Das heißt, wir werden jetzt hier mal den Wald machen. So, erstmal zuerst hier den da umpel umhauen. So, da kommt unsere Armee, kommt jetzt auch. So, dann. So, als nächstes die da. So, spielen denn eigentlich alle noch? Einer ist besiegt, okay. Oh, der reitet ja direkt rein hier. Der reitet einmal komplett durch. Oh Mann. Gut, dann lassen wir halt die Spinnen halt, dass wir so durchkommen. Oh, was haben wir denn hier unten? Hier haben wir ein paar Piratenschiffe. Die greifen gerade unsere Einheiten an. Okay. Gut. So, was können wir noch machen? Wir können jetzt erstmal schon gut. Jetzt können wir erstmal ein paar Reiter holen. So, jetzt fehlen uns noch 25 Punkte. So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal noch ein paar Baumeister. Eins, zwei vielleicht. So, einer spielt noch, beziehungsweise zwei spielen nur noch immer. Das müsste aber dann auch gleich eigentlich auch erledigt sein. So, schwer wurde besiegt. Gut, da hört man es schon mal. Ich kam noch nicht wirklich zu Fach mit Übermacht. So, die Frage ist jetzt. Okay. Gut, so, wir bauen jetzt auf jeden Fall mal noch ein paar Gehöfte hier überall mal hin. So, dann holen wir uns mal auf jeden Fall mal dieses Gebäude hier. Was bisher noch umgesetzt ist, auch so halt gleich noch als Sichtpunkt. So, jetzt wird es auf jeden Fall jetzt sehr, sehr viel ruhiger für uns. Ich glaube nur, der Gegner über uns ist jetzt nur noch da und leck. So, dann halt schon mal hier, greifen wir halt schon mal an. Ja, ah genau, hier ist Blecken. Attacke!
So, dann greifen wir jetzt hier mal hoch. Kommt hoch. So, mal schauen. Wie gesagt, wir müssen hier uns jetzt halt erstmal hochleveln, bis wir die Armee der Toten halt haben. Letztlich. So, wahrscheinlich wird er sich gerade mit dem Gegner, also mit dem schweren Gegner beschäftigen. Schätze ich jetzt mal. Bis dahin werden wir erstmal die Infrastruktur, so gut es geht, halt auch mal zerstören. Dann holen wir uns mal noch hier rein. Mal halt auf jeden Fall mal die Festung gleich auch mal runter zu hauen. Gucken wir mal, ob wir die Festung bekommen oder nicht. So, ich denke schon, dass wir die Festung gleich bekommen. Schauen wir halt einfach mal. So, jetzt hat er natürlich seine Armee komplett zurückgezogen. So, gut. Sie greifen an! Und die Festung, die kriegen wir. Ja, jetzt hat er natürlich nochmal das Erlöschen. Aber auch seine Einheiten sind... Ah, die Festung ist gefallen. Wunderbar. Und das ist auch schon mal sehr, sehr gut. So, wer hat den Ring? So, den Ring holen wir uns mal. So, wie gesagt. Ups. Wahrscheinlich werden wir den Ring aber auch gleich wieder verlieren. Okay, hier unten ist die Armee der Toten. Weiß jetzt aber nicht, von wem die Armee der Toten ist. Werden wir uns mal zurückziehen. Mal her. Und das sind ja gerade noch unsere. Oh. Oha, das habe ich gar nicht mitbekommen, wie wir da angegriffen wurden. Ich hoffe, die. Oha, die verbleibende Zeit ist gar nicht mehr so lange. Ja, da haben wir uns einen erwischt noch. Nicht mehr lange da, die Armee der Toten, aber. Gut. So, die Armee der Toten ist halt schon mal weg. Ja, gut, nutzen uns aber jetzt wenig. So, wir haben aber genügend Rohstoff erstmal. Ah, jetzt wird. Ja. Okay, das war mein technisches K.O. Oh Mann. Ich würde sagen. Oh Mann, das gibt's doch jetzt nicht. Ach, Herr Jemine. Was für eine Schlacht. Ja, gut. Ich bin. Ja, technisch K.O. Ich kann nichts machen. Ach, Herr Jemine. Das Einzige, was ich noch habe, ist... Ja, ganz geil. Dort kommt die nächste Soldateneinheit, die aufs nächste Gehöft geht. Jetzt kriegen wir die volle Breitseite ab gerade. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, das nützt ja nichts. Wir haben ja keine Möglichkeit. Oh, toll, wenn sie jetzt gleich die. Wenn jetzt der Spaß gleich noch fällt.
Zeit ist hier! Schlacht am Arm! Bereit! Jetzt, Männer, jetzt! Unsere Truppen werden angegriffen! Abstand halten! So, gut. Machen wir mal das Beste noch aus der Lage. Vielleicht haben wir sogar noch die Mini-Möglichkeit durch ein Schlupfloch irgendwie. Aber dann müsste Black müsste erstmal den anderen Gegner jetzt hier gleich mal umhauen. Der Feind ist stark. Bogenschützen sind bereit. Der Feind! In Deckung, Männer! Oh, jetzt kommen aber hier die ganze Zeit die Leute hier runter. Jetzt kommt er aber mit seiner ganzen Armee. Ja, gut, das bringt jetzt letztendlich nichts. Ja, also ihr schon bewusst, ne, dass ich technisch K.O. bin. Dann machen wir lieber den NPC-Blatt. Sonst bin ich gleich im Zuschauermodus. Och, das stört mich wenig. Hast du das mitbekommen oder ja. Warst du das? Ja, ja. Okay. Was? Das Erdbeben, das war ich. Das war's. Du hast mich angegriffen, ich hab zurückgegriffen. Okay. Natürlich. Schade. Welches Erdbeben warst du? Das erste oder das zweite? Oh, wenn es zwei gab, war ich das erste. Also ich war das, wo deine Burg noch stand. So, okay, die wurde nämlich dann noch zerstört. Ja. Na, keine Sorge. Ich gehe jetzt erstmal gegen den Feind. Dich hebe ich mir als letztes auf. Ja, mach halt. Ich habe noch einen Schießstand, habe ich noch. Ich kann noch mit Bogenschützen, kann ich dich noch angreifen. Und ich habe noch genügend Rohstoffe. Ja, na gut, das hat sich schon erledigt. Wenn man mich angreifen will, ist man selber schuld, ne? Du hast zwar eine Burg gekostet, aber was hat es dich gekostet? So. Na gut, ich gehe jetzt auch mal ein bisschen gegen den Feind. Ja, gut. So. Mich wird's gleich erledigt haben. Gut, das war's für mich. Dann kann ich auch mich destabilisieren. Ist ja sonst keiner mehr da, den wir großartig belauschen können. Ich denke, Theodin habe ich auch gerade platt gemacht. Und den Rest kriege ich auch noch hin. Also ich muss sagen, auf dieser Map war es mit den schweren Gegnern auf jeden Fall sehr, sehr schwierig geworden. Ich weiß nicht, wie war es für dich? Am Anfang hatte ich Probleme mit den Zwergen, aber ansonsten ging's schon. Okay, gut, dann. Also ich hatte volle Breitseite. Und dann halt unten mit den Orks. Ja, ich habe auch Orks und Zwerge. Aber irgendwann war dann halt auch Schluss. Also ich hatte nur dann Glück gehabt, wahrscheinlich da, wo du dann halt die anderen mal angegriffen hast oder sowas in die Richtung oder andere. Halt mal die Wellen halt mal nicht gekommen sind, aber bei mir war das schon ziemlich übel gleich am Anfang. Naja, es ist halt wie. Ich bin vielleicht auch einfach besser als du, genau. Naja. Kannst du wieder einen Sieg auf dein Konto schreiben. Ja, es steht ja eigentlich schon 1 zu unendlich für mich. oh. Was beschwören die hier? Nichts. Gut. Gehen wir mal hier hoch und machen hier alles platt, was wir noch finden. So in der Art. Oh, die sind noch gerade raus. Naja, aber halb so wild. Die erwische ich auch noch. So. Das Ding jetzt weg. Schnell hier, den hier, der ist äußerst ungünstig. So. Du brauchst mal mit deiner Armee gerade den Weg angreifen, wo ich deine Festung. Ja, genau, da war ich gerade unterwegs. Mir. Und da dachte ich, das rächt sich aber, mein Freund, das rächt sich. Und ich hatte recht. Ja, gut, das mit der Festung habe ich gar nicht gesehen. Gut, deine Festung habe ich ja Blatt bekommen. Hattest du noch Baumeister rumstehen gehabt? Ja, gut, deine Festung. Ja, natürlich. Gut. Ich hatte auch mehrere Festungen. Und übrigens, die Festung hast du nicht Blatt bekommen. Ich habe aus Versehen auf Abreißen geklickt. Was? Ja. Wie kannst du die Festung? Ich habe dir den Sieg also nicht gegönnt. Was? Echt jetzt? Du hast auf Abreißen? Ja, das wäre wahrscheinlich vielleicht noch stehen geblieben sogar. War das mit Absicht?
Nein. Okay. Nee, ich glaube, na gut. Also die erste Festung. Game over. Ich weiß nicht, ob du das warst. Die erste Festung habe ich aus Versehen abgerissen. Die zweite Festung, die da oben, die hast du schon platt gekriegt. Achso, die da oben. Schon welche andere Festung? Ich hatte noch in der Mitte eine stehen. Was, steht die immer noch? Die steht wieder. Genau wie die oben. So. Okay. So. Ja, ihr seht ja, Leute, selbst in Pink bin ich gut. Waren diesmal ziemlich viele Menschen dabei, schwer auseinanderzuhalten. Ja, hat aber denke ich Spaß gemacht. Oh, weiter geht's. Wir werden auch direkt das nächste Spiel erstellen, aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge, das machen wir in der nächsten. Freut uns, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.